Wie ist Ihr Empfinden dabei? Natürlich habe ich die dramatischen Bilder verfolgt. Und es ist natürlich schon ein Wahnsinn, das wieder zu erleben nach 2002. Allerdings muss man auch, glaube ich, eins festhalten. Die Bereitschaft zu helfen, dem einen oder dem anderen gegenüber. Das heißt, das Miteinander, das Soziale, ich finde, das kommt jetzt sehr stark zur Geltung. Das kann man nicht mehr als loben, weil das ist sowas von einzigartig, wie wir da alle zusammenhalten. Und möchte ich natürlich auch jedem gratulieren und finde das ganz toll, dass so viel geholfen wird. Vielen Dank, Michael Schumacher. Und Sie sehen noch das verkniffene Gesicht von Pascal Zuber-Bühler, denn diesen Ball von André Schürrle, der endlich sein Tor macht, den hätte er durchaus halten können. Zuber-Bühler, der ehemalige Schweizer Nationaltorhüter, der Geschichte schrieb bei der Weltmeisterschaft 2006. Zum ersten Mal blieb eine Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft ohne Gegentor mit Zuber-Bühler hinten drin und schied dennoch aus. Zuber-Bühler allerdings hat seine Karriere beendet beim FC Fulham. Den gerade hätte er dennoch gern gehalten.